Ackermann. Ach, dieser Mann, der Betrüger. Nee, Ackermann ist der Chef von der Deutsche Bank. Betrüger. Mafia, also klar, Betrüger, weil wir, nur weil Ackermann ist, selbstverständlich. Wieso das denn? Ach, Dealchen, glaub mal. Das ist der größte Abzocker, der hier, glaub mal. Der ist so, glaube ich, mit der Merkel, sind noch zusammen, ne? Weiß ich nicht. Die Merkel, ihr heimliches Verhältnis. Ja. Ja, Mai, habe ich gehört, mit dem Brief, ne? Ein Liebesbrief gekriegt, ne? Mhm. Ja. Normal hätte der Brief annehmen müssen, schönen Gruß aus Shanghai. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja, siehst du mal, die Pleite, ne? Da wird schon seinen Grund haben, warum der da so ein Ding kriegt. Aber wieso ist der Betrüger? Ach, Jack, die ganze Deutsche Bank, hör mal, das ist die größte Mafia, was es gibt, hör mal. Das ist das Schlimmste. Warum? Ja, weil die meisten Leute abzocken. Das ist doch seriös, oder? Ja, ist klar. Mhm. Das Einzige, was da seriös ist, sind die Automaten, die da in der Banken stehen. Ja. Ne. Die haben doch da, hier, wie da mit der Wirtschaftskrise war, haben die auch sich schön den Sack schön voll gemacht. Klar, logisch. Guck mal, Deutsche Bank, die tut auch spekulieren mit Futter, mit Essen. Weißt du, wenn du so Aktien haben willst, musst du dir mal vorstellen. Jetzt kannst du dir vorstellen, warum in Afrika, warum die Leute da nichts zu essen haben. Muss ja mal rein, die verdienen hier mit ihr Geld. Da musst du dir mal reinziehen. Die kriegen billiges Geld vom Staat. Und wenn du bei der Deutschen Bank hingehst, musst du 8, weiß ich wie viel Prozent oder 12% Dispo bezahlen. Kann das doch nicht sein. Und das soll seriös sein, oder was? Ja. Da würde ich nicht wissen, ob bei dir unseriös ist. Ja. Ach komm mal. So ein Österreicher, ne? Oder was ist das, ne? Schweizer. Noch schlimmer. Wieso? Also alle Steuerhinterzieher. Schweizer. Wenn du aus der Schweiz kommst, kommst du zur Schweiz. Die von Deutschland in die Schweiz gehen, sind die Steuerhinterzieher oder nicht? Oder habe ich auch falsch? Nee, mittlerweile die ganze Schweiz ist ja ein Steuerparadies. Also ist das normal? Schön. Ja, klar. Kennst du Schweizer? Kennst du Schweizer? Nee, Schweizer Käse kenne ich. Aber kein Schweizer. Es ist immer, wie soll man sagen, wenn Arschlöcher fliehen können, können die ganze Schweiz fliehen.